Perchtoldsdorf for Future. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wird in Perchtoldsdorf, wo bereits 1998 die erste von mittlerweile 200 Photovoltaikanlagen errichtet wurde, eine Dekarbonisierungsstrategie ausgearbeitet. Alle Prozesse werden auf Klimaneutralität umgestellt. Die Basis dafür wird in 10 Arbeitsgruppen gelegt, von Mobilität über Kreislaufwirtschaft bis zu Finanzen und Soziales. Neben einer professionellen Prozessbegleitung gibt es auch fachliche Inputs von ExpertInnen in Form von regelmäßigen Webinaren. Das Wir-Gefühl wurde auch durch die Teilnahme an der Klimabündnisinitiative Change the Future gestärkt. Ein weiterer Meilenstein ist das Ende März 2021 beschlossene Biodiversitätskonzept. Also wir freuen uns unglaublich über die Verleihung des Climate Star 2021 an Perchtoldsdorf. Aber wir, das ist eine ganz, ganz große Gruppe, eine täglich größer werdende Gruppe von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, in deren Namen durfte ich das heute übernehmen. Und Motivation, das ist das, was wir alle brauchen, gerade in Zeiten wie diesen. Und das Ziel Klimaschutz ist ein sehr weit in der Zukunft liegendes, aber jeden Tag neu zu eroberndes. Und dafür ist es ein unglaublicher Motivationsschub. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben eine Riesenfreude.